dieser Vorlesung zeige ich Ihnen, wie man ausgehend von einer gegebenen Parameterdarstellung einer Fläche das differenzielle Flächenelement der Fläche aufstellen kann und dann so Flächenintegrale berechnen kann. Sehen wir nochmal die Skizze. Wir haben also hier zwei Parameter, UV mit den U- und V-Kurven, zwei davon gezeichnet, nämlich eine V-Kurve bei U und bei U plus DU und zwei U-Geraden sozusagen bei V und bei V plus DV. Die werden durch diese Abbildung hier zu diesen Raumkurven. Was uns jetzt interessiert, ist das differenzielle Flächenelement hier aufzustellen. Das heißt, die Größe dieses Flächenelements vom Betrag und den normalen Vektor dazu aufzustellen. Dazu benutzen wir ein Ergebnis, das wir bereits kennen. Wir kennen ja nämlich die beiden Vektoren entlang der U- und V-Kurven hier. Die können wir ja, machen wir das vielleicht noch ein bisschen dicker, die beiden Vektoren hier und hier, die sind ja gegeben als hier mal einmal d. Hier bewegen wir uns entlang einer, also muss das sein dx nach du mal du, während dieser Vektor hier gegeben ist als dx nach dv mal dv. Und wie berechnen wir, wenn wir zwei Vektoren gegeben haben, die Fläche des von den beiden Vektoren aufgespannten Parallelogramms, indem wir einfach das Kreuzprodukt bilden. Das heißt, wir können sagen, das Flächenelement dA ist dann nichts anderes als dx noch du mal du. Kreuz dx noch dv mal dv. Das ist das Kreuzprodukt zweier Vektoren, gibt natürlich einen Vektor. Das heißt, der Betrag dieses Vektors ergibt den Flächeninhalt und die Richtung gibt einen Vektor, der steht normal auf die Fläche. Ja, das dA würde jetzt hier einen Vektor ergeben, der normal auf diese Fläche steht. Das Kreuzprodukt hier, also das wäre jetzt hier das vektorielle Flächenelement dA. Ja, wir können das noch ein bisschen kompakter schreiben, indem wir die beiden Differentiale am Ende hinstellen. Ja. Also dx noch du Kreuz dx noch dv du dv. Und eigentlich streng genommen ist dieses Vorzeichen nicht festgelegt. Das heißt, das Flächenelement kann entweder nach oben oder nach unten zeigen, das Vektorelement. Das wäre also das vektorielle Flächenelement. Genau wie wir auch bei den Bogenelementen, bei den von Kurven ein vektorielles Bogenelement und ein skalares Bogenelement unterschieden haben, gibt es auch hier bei den Flächenelementen das vektorelle und das skalare. Und das skalare ist nichts anderes als der Betrag des vektorellen wieder. Ja. Das heißt, wir bilden hier den Betrag und der Betrag ergibt sich eben x nach du Kreuz dx noch dv, diesen Vektorbetrag du dv. Das kommt, wenn Sie sich an das letzte Kapitel erinnern, das Kreuzprodukt hatten wir auch schon bei dem normalen Vektor. Das heißt, wenn Sie das unser Ergebnis vergleichen für den Normalvektor, wo war das? Allgemeine Ergebnis für den Normalvektor hier. Wenn Sie das jetzt hier vergleichen, dann sehen Sie, dass Sie
denn die beiden Gleichungen auch oder die erste Gleichung auch ausdrücken können als das vektorelle Flächenelement ist gleich dem normalen Vektor mal dem skalaren Flächenelement. Also die A ist das skalare Flächenelement. Hier bei der Betragsbildung ist noch ein Sonderfall wichtig, und zwar, Sie erinnern sich an das Ergebnis, dass der Betrag des Vektorproduktes immer geschrieben werden kann als Länge des ersten Vektors mal Länge des zweiten Vektors minus Skalarprodukt der beiden Vektoren zum Quadrat und die Wurzel daraus. Ja, das gilt also ganz allgemein. Und für sogenannte orthogonale Parametrisierungen einer Fläche gilt Folgendes. Da ist nämlich, wie der Name sagt, orthogonal, stehen die Tangentenvektoren in U-Richtung immer normal auf die Tangentenvektoren in V-Richtung. Das heißt, das Skalarprodukt der x noch die u multipliziert mit der x noch die v ist 0. Damit vereinfacht sich hier bei der Betragsbildung das Flächenelement. Und dann für orthogonale Parametrisierung gilt, dass das skalare Flächenelement gegeben ist als Betrag von dx noch du mal Betrag von dx noch dv du d du dv. Ja, weil wenn Sie hier einsetzen, dann fällt eben dieser zweite Term mit dem Skalarprodukt fällt weg. Und die Wurzel aus a Quadrat ergibt genau den Betrag und die Wurzel aus b Quadrat genau den Betrag des anderen Vektors. Ein Beispiel für so eine orthogonale Parametrisierung einer Fläche haben wir eigentlich das letzte Mal anhand der Kugelfläche schon gesehen. Ich zeige es Ihnen jetzt noch einmal. Da habe ich es, glaube ich, nicht erwähnt. Die Kugelfläche, wenn man sie in Kugelkoordinaten Theta und Phi parametrisiert, dann ergibt sich ja hier für die Ableitung nach Theta und nach Phi ergeben sich diese beiden Vektoren. Man sieht jetzt hier durch Hinschauen, wenn Sie die beiden Vektoren jetzt hier skalar miteinander multiplizieren, dann kriegen Sie einmal den Ausdruck minus Sinus Theta, Cosinus Theta, Sinus Phi, Cosinus Phi und plus Sinus Theta, Cosinus Theta, Sinus Phi, Cosinus Phi hebt sich also weg und 0 mal Sinus Theta ist ohnehin 0. Das heißt, es egal, für alle Werte von Theta und Phi stehen die beiden Vektoren normal aufeinander. Das heißt, in dem Fall hätten wir genauso eine orthogonale Parametrisierung vorliegen, für die sich dann das Flächenelement, das skalare Flächenelement so berechnet. Sie können auch im Skriptum noch einmal nachschauen, da sind diese Formeln auch schön zusammengefasst, die wir jetzt hier gerade besprochen haben. Das vektorelle Flächenelement berechnet sich immer jeweils das Kreuzprodukt der beiden Ableitungen des einmal nach U und nach partiell und einmal nach V abgeleitet und hier eine Darstellung für das skalare Flächenelement, wobei eben die letzte Formel hier nur für orthogonale Parametrisierungen gilt. Was wir jetzt in weiterer Folge tun wollen, ist im nächsten Kapitel eben Flächenintegrale zu berechnen. Das heißt, wir können jetzt entlang von Flächen im Raum können wir Integrale ausführen. Anders als bei den Linien- und Kurvenintegralen wird das jetzt, nachdem wir es hier mit zwei Parametern zu tun haben, über die wir integrieren müssen, führt das auf Doppelintegrale. Ein wichtiges Beispiel aus der Physik wäre ein sogenanntes Flussintegral, wo hier ein Vektorfeld
könnte zum Beispiel ein elektrisches Feld sein, über eine Fläche aufintegriert wird. Ja, da wird also, man nennt es dann, man berechnet den Fluss dieses Vektorfeldes durch eine Fläche. Andere Beispiele für solche Flächenintegrale wären hier, wo man hier taucht das skalare Flächenintegral auf und ein skalares Feld ergibt dann einen Skalar, genauso wie hier ein Skalar rauskommt, weil das Vektorfeld hier skalar multipliziert wird mit A. Und dann gibt es im Prinzip auch noch Beispiele, wo hier ein skalares Feld mit dem vektorellen Vektorfeld kombiniert wird. Und es ergibt sich dann ein Vektor oder ein Vektorfeld mit einem skalaren Vektorfeld. Für die Physik wahrscheinlich am wichtigsten sind diese Flussintegrale. Zunächst wollen wir aber trotzdem ein einfaches Beispiel uns anschauen. So wollen wir die Oberfläche einer Kugel berechnen. Dazu müssen wir also dieses Integral hier lösen. Dazu benutzen wir ein Ergebnis aus der vorangehenden Stunde, nämlich, also wir wollen jetzt hier ein Beispiel, Berechnung der Kugelfläche. Das heißt, das Integral, das wir lösen müssen, ist ein Integral über das, also was wir jetzt quasi tun, wir summieren jetzt alle diese kleinen Flächenelemente auf. Wenn man das im infinitesimalen Limes macht, führt das eben auf ein Integral über diese Flächenelemente und integrieren das über eine Kugel. Das heißt, wir brauchen jetzt hier für diese Aufgaben brauchen wir immer eine Parameterdarstellung der Kugel, die wir das letzte Mal ja schon kennengelernt haben, nämlich das x, i von Theta und Phi nehmen wir am besten hier, und die war gegeben als r mal Sinus Theta, Cosinus Phi, Sinus Theta, Sinus Phi und Cosinus Theta. Und dazu sagen müssen wir noch den Parameterbereich, der hier überdeckt werden soll, nämlich der Polarwinkel Theta bis Pi und der Azimutalwinkel, der läuft von 0 bis 2 Pi. Gut. Ich übernehme jetzt ein Ergebnis oder schreiben wir es jetzt hier einfach nur mehr an. Wir brauchen ja dx, i noch d Theta. Schreiben wir es einfach nur mal schnell an. Ergibt also r mal Cosinus Theta, Cosinus Phi, Cosinus Theta, Sinus Phi und minus Sinus Theta. Wir brauchen dxi noch d Phi, r mal minus Sinus Theta, Sinus Phi, Sinus Theta, Cosinus Phi und 0. Und was ich gerade vorher erwähnt habe, ist, hier haben wir es ja genau mit einer orthogonalen Parametrisierung zu tun. Das heißt, wir können vereinfacht hier diese Form des Flächenelements verwenden, weil dx noch Theta skalar multipliziert mit dx noch d Phi 0 ist. Daraus folgt eben, dass das dA, jetzt brauchen wir nur den Betrag dieser beiden Vektoren, dx noch d Theta. Und wir brauchen dx noch d Phi vom Betrag d Theta d Phi. Ja, der Betrag von dx noch d Theta schreiben wir mal an. R mal, und dann haben wir hier Cosinus Quadrat Theta, Cosinus Quadrat Phi plus Cosinus Quadrat Theta natürlich, Sinus Quadrat Phi plus Sinus
Quadrat Theta. Was kommt hier raus? Hier können wir den Cosinus Quadrat Theta herausheben. Aus den ersten beiden Ausdrücken. Ja. Hebe ich raus, dann bleibt Sinus Quadrat plus Cosinus Quadrat Phi stehen. Gibt 1 und dann steht nur mehr Cosinus Quadrat plus Sinus Quadrat Theta. Da gibt dann also 1. Der Wurzelausdruck ergibt 1. Dann R und für dx noch d Phi Betrag. Nach oben scrollen. Da haben wir also hier den Betrag dieses Vektors müssen wir bilden. R bleibt hier stehen und da haben wir hier einmal Sinus Quadrat Theta Sinus Quadrat Phi plus Sinus Quadrat Theta Cosinus Quadrat Phi, die Wurzel daraus ergibt jetzt hier wieder Sinus Quadrat Theta, können wir rausheben. Dann haben wir Sinus Quadrat plus Quadrat Phi 1, bleibt also der Sinus Quadrat über unter der Wurzel. Wenn wir die Wurzel noch ziehen, ergibt es R mal Sinus Theta. Damit ergibt sich für unser skalares Flächenelement der Ausdruck R mal R ergibt R Quadrat Sinus Theta d Theta d Phi. Das wäre das skalare Flächenelement unserer Kugel in dieser Parametrisierung in Theta und Phi. Und damit können wir die Kugelfläche S als Integral berechnen über dA. Und es wird eben über zwei Parameter, ja, wird also ein Doppelintegral. Der eine Parameter Theta, der erste, läuft von 0 bis 2 Pi. Ja, umgekehrt natürlich. Theta läuft von 0 bis Pi, haben wir gesagt. 0 bis Pi d Theta und Phi läuft von 0 bis 2 Pi. Und den Faktor hier R Quadrat Sinus natürlich auch. Das ist Integral ist jetzt ganz einfach zu lösen. R ist eine Konstante. Die schreibe ich da vorne hin. Gibt also R Quadrat. Dann habe ich jetzt nur im Integranten einen Ausdruck, der hängt halt nur von Theta ab. Das heißt, ich habe hier Sinus Theta d Theta zu integrieren von 0 bis Pi und ich habe das Integral über Phi von 0 bis 2 Pi. Das Integral über Phi ergibt den Faktor 2 Pi und das können wir auch so ein Sinus von 0 bis Pi integriert ergibt. Damit bekommen wir das Ergebnis 2 mal 2 ist 4 Pi R Quadrat. Bekannte Fläche der Kugel. Ein Beispiel machen wir noch. Dazu berechnen wir jetzt ein Flussintegral. Und zwar wollen wir jetzt hier ein Vektorfeld, ein Flussintegral berechnen, haben wir gesagt. Und zwar machen wir das Beispiel aus dem Skriptum. Beispiel für ein Flussintegral. Also wir haben ein Vektorfeld gegeben. Was wir berechnen wollen, ist der Fluss durch eine Fläche. Phi ist das Integral von f mal dA über eine Fläche. Und die Fläche S soll jetzt ein Rechteck in der x1, x2 Ebene sein. Kopieren wir es noch. Ups, so. Genau.
Also wir integrieren jetzt hier über eine Fläche S und diese Fläche S skizzieren wir uns hier, soll einfach ein Rechteck sein in der x1, x2-Ebene. Machen wir jetzt eine Skizze von dieser Fläche. Und zwar steht hier in dieser Angabe, das Rechteck wird gebildet von den Eckpunkten bei 2, 2. Also wäre hier der 2, hier ebenfalls 2. Dieser Punkt hier, dann haben wir einen Eckpunkt bei in x-Richtung 3, 2. Das wäre also dann hier zum Beispiel 3. Dieser Punkt hier und dann haben wir noch einen Punkt 3, 4. Das wäre also hier, wenn 4 wäre, hier 2, 4. Ja, die vier Punkte. Bilden jetzt eine Fläche S, über die wir integrieren wollen hier. Und das Vektorfeld hat, schreiben wir es vielleicht sowas noch an, hat diese Form x2 plus x3, x1 plus x3 und x1 plus x2. Was wir jetzt also tun müssen, wir müssen das Flächenelement, also eigentlich müssen wir jetzt streng genommen eine Parameterdarstellung dieser Fläche finden, dann das Flächenelement aufstellen. In dem Fall könnten wir es uns ganz einfach machen, nachdem das eine einfache Fläche ist, können wir sofort das Flächenelement angehen. Wir wollen es aber trotzdem der Übung halber systematisch machen. Wir brauchen jetzt hier also sozusagen eine Parameterdarstellung der Fläche. X, I als Funktion, nehmen wir es wieder Parameter UV. Naja, was könnte ich da natürlich nehmen? Also die Fläche liegt in der XY-Ebene, das heißt, die Z-Komponente wird auf jeden Fall 0 sein, weil alle Werte auf der Fläche hier in der den Wert x3 gleich 0 haben. Und ich könnte natürlich einfach sagen, eine besonders einfache Wahl bekomme ich, wenn ich einfach x1 gleich u setze und x2 gleich v setze. Ja? Also sowas wie u, v, 0. Das beschreibt auf jeden Fall mal hier Punkte in der xy-Ebene. Und Parameterdarstellung der Fläche ist dann vollständig, wenn ich auch noch angebe die Werte für u. Naja, und u variiert zwischen 2 und 3. Und v geht von 2 bis 4. Damit habe ich eine vollständige Angabe meiner Fläche. Und jetzt kann ich ganz systematisch vorgehen. Ich brauche jetzt hier das vektorelle Flächenelement. Ja. Wie komme ich zum vektorellen Flächenelement? Das vektorelle Flächenelement ist du, ja, natürlich dx nach du Kreuz dx noch dv, du, dv. Die beiden, das ergibt sich natürlich jetzt hier ganz einfach, dx noch du, die drei Koordinaten, wenn ich ab, ergibt einfach 1, 0, 0, dx noch dv ergibt 0, 1, 0 und das Kreuzprodukt, das ich hier brauche, ergibt sich, ich jetzt hier die i-Koordinate von dem ausrechne, ergibt ist auch keine große Überraschung. 0,
0 und 1. Ja, ist natürlich ein Vektor, der normal auf die x1, x2-Ebene steht. Ja. Und hier steht, die Orientierung des Normalvektors soll in die positive x3-Richtung schauen. Das heißt, grundsätzlich haben wir ja hier bei der Definition des Normalvektors immer das Vorzeichen noch nicht unbestimmt. Wir wählen aber jetzt hier das positive Vorzeichen. Ja. Dann ist das ein Vektor, der schaut in die positive x-Richtung. Das wäre also jetzt hier unser Element. So, jetzt muss ich, bevor ich jetzt hier die Integral aufstellen kann, muss ich das Vektorfeld f auswerten in dieser Fläche. Das heißt, f ist ja grundsätzlich eine Funktion der Koordinaten x1, x2, x3. Jetzt ist aber x1 eine Funktion von u und v auf dieser Fläche. X2 ist eine Funktion von v und x3 ist eine Funktion von u und v. Das heißt, was ich jetzt machen muss, schreiben wir uns einmal die Koordinaten dieser Fläche noch einmal an. X2 plus x3. Dann x1 plus x3 und x1 plus x2 war die Angabe. Und jetzt muss ich also für x1, x2 und x3 einsetzen, nämlich genau diese Parameter darstellen, die wir hier gegeben haben. Schreiben wir es uns hier nochmal hin, dann tun wir es leichter. Xi von u und v war ja u. V0. Das heißt, x1 ist u, x2 ist v, also steht hier v plus 0, x1 ist u plus 0 und hier steht u plus v. Also v, u, u plus v. Und jetzt berechne ich das Integral anschreibe, mir das Skalarprodukt der beiden Vektoren, also v, u, u plus v, Skalar multipliziert mit dem vektorellen Flächenelement, das war ja 0, 0, 1, du, dv. Das ergibt in dem Fall ganz was Einfaches, nämlich die Nullen hier vernichten das v und das u, bleibt also nur über u plus v du dv. Das ist der Integrant, den ich jetzt aufintegriere. Ein gesuchtes Flussintegral ergibt sich dann, ja, wenn die Fläche S ganz allgemein f da und jetzt konkret eingesetzt, haben wir es also einmal u und jetzt schaue ich nach. Meine Parameterdarstellung u muss zwischen 2 und 3 sein. Also geht das u von 2 bis 3. Das v hat untere Grenze 2, obere Grenze 4. Und aufintegrieren muss ich u plus v. Ja, das führe ich jetzt aus das Integral, indem ich jetzt diese innere Integration ausführe. 2, 3 du, also integriere zunächst einmal noch v. Das ergibt dann hier ein u mal v und ein v Quadrat halbe mit den Grenzen 2 und 4. Ergibt also das Integral von 2 bis 3. Du, obere Grenze, also für v muss ich jetzt einsetzen, sind dann 4 u plus 4 mal 4 sind 16 plus 8 minus untere Grenze minus 2 u
minus 4 halbe sind 2. Führen wir das noch, fassen wir die Terme noch zusammen, bevor wir integrieren. Haben wir also jetzt 2u und 6, beziehungsweise hebe ich an 2 raus, u plus 3. Und das ist auch trivial auszurechnen. Ergibt also 2 mal Integral von, ergibt dann u Quadrat halbe 3u, Grenzen 2, 3 sind also 2 mal obere Grenze sind 9 halbe plus 9 minus 4 halbe minus 2 minus 6 ergibt dann also 9 minus 6 an 3 minus 2 sind 1, wenn ich das nicht vertan habe, 1 plus 9 halbe sind dann 11 halbe, ergibt sich 11. Ich hoffe, ich habe mir das nicht verrechnet. Sie können auf jeden Fall die richtige Rechnung auch im Skriptum nachvollziehen. Ja, genau, kommt 11 raus. Gut, damit möchte ich eigentlich das Kapitel über Flächenintegrale jetzt hier auch beenden. Sie finden hier noch einmal eine andere Anwendung, nämlich die Oberfläche eines Drehkörpers wird hier parametrisiert und man kann dann das Flächenelement aufstellen. In dem Fall das skalare Flächenelement ergibt sich dieser Ausdruck. Diese Formel haben wir, glaube ich, im ersten Semester in Differential- und Integralrechnung bereits verwendet. Jetzt können wir es hier über unsere allgemeine Beziehung für das Element auch noch einmal herleiten. Gut. Und vergessen Sie auch nicht, die Übungsbeispiele von den Übungszetteln sich anzuschauen. Und damit sind wir mit dem ersten Kapitel zur Grundlagen der Vektoranalysis dann fertig und beschäftigen uns dann in weiterer Folge jetzt im zweiten Kapitel mit den Integralsätzen, mit dem Gaußschen und dem Stokeschen Integralsatz. Bevor wir das tun, müssen wir aber noch Differentialoperatoren und Vektorfelder und diese Dinge einführen.